damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play DayZ, die Standalone natürlich, und wir sind jetzt wieder wie immer auf dem Weg nach Tscherno, beziehungsweise sind wir jetzt hier noch in Elektro und laufen dementsprechend nach Tschernogorsk, schauen, was uns so erwarten wird, wie es jetzt weitergehen wird und so weiter und so fort. Das seht ihr in diesem Let's Play, und ich bin dementsprechend ein bisschen gerade unentschlossen, wohin, ob ich vielleicht doch nochmal Elektro nachgehen sollte oder lieber nach Tscherno. Aber ich habe so ein Gefühl, das mir sagt, bleib noch in Elektro. Bin mir aber unsicher. Aber ich denke, der Weg nach Tscherno sollte der richtige sein. Cool ist ja, dass man jetzt in fast jedes Haus kann, also in sehr viele Häuser kann man jetzt rein, in die man in Arma nicht rein konnte, beziehungsweise in dem Mod für Arma. Natürlich ist Arma ein Spiel, das dem Militärzweck gedacht wurde und dementsprechend auch ziemlich wenig Häuser man betreten kann, nur die Häuser, die zum Beispiel in Missionen und so weiter und so fort enthalten sind. Und ja, so ist es aber. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Also ich denke mir jetzt, so die ganze Zeit hier durchlaufen ist auch nicht die Lösung. Toll wäre es natürlich, wenn die dann Auto hätten, beziehungsweise wenn es mal Autos geben würde in dem Spiel, ist ja noch nicht draußen, dass Autos kommen werden. Auf jeden Fall wollen sie ein paar Autos aus Arma 2 nehmen und das aufbereiten, die Autos ein bisschen mehr den Realismus anpassen, den Spritverbrauch, die Fahrphysiken ein bisschen anders machen und das Fahrgefühl auch verbessern, und dass man vielleicht auch dementsprechend andere Methoden kennt und auch mehr mit dem Auto machen kann. Also vielleicht dann ist auch mal eine Animation dabei, wo man die Scheibe rausnimmt und die andere Scheibe drauf tut, oder dass die Scheinwerfer irgendwann mal durchglühen und dass man dann in der Nacht nicht mehr so gut fahren kann, weil die Scheinwerfer kaputt sind und so weiter und so fort. Das wird alles noch geben. Ich glaube sogar, das Forum für DayZ nennt sich DayZ Wiki, wurde jetzt für die Standalone aufbereitet und nicht mehr für die alte benutzt. Das heißt, dass man jetzt auch viel Informationen dort kriegt über die neue Standalone und nicht mehr über das alte DayZ. Natürlich ist jetzt fast jeder DayZ-Spieler, der DayZ aktiv gespielt hat, ich sage ja nur ich, Christoph, Philipp, dementsprechend sehr froh über die Standalone, die draußen ist, die jetzt schon meiner Meinung nach cooler ist als das normale DayZ, obwohl das normale DayZ natürlich schon in der Version 1. oder 2. noch was ist. Und hier sind wir noch bei 0.03. Finde ich cool auch, dass die Hersteller beziehungsweise Bohemia Interactive dementsprechend so weit gegangen ist und gesagt hat, so, wir machen jetzt nochmal eine Standalone und diesmal gescheit. Ja, finde ich cool. Haben sie halt gesagt, ja, Arma 3 hauen wir kein DayZ rein, machen wir nicht. Aber dafür Arma 2 Grafik verbessern, alles verbessern, neue Sachen rein, nochmal bei 0 anfangen. Nur die Map übernehmen, Grafik besser, Texturen besser, und dann schaffen wir das. Haben sie bisher haben sie mich überzeugt. Sounds von Waffen sind wirklich der Hammer, also gefällt mir sehr gut. Dann ja, die Sachen, die ich bisher gesehen habe, dass man zum Beispiel T-Shirts zerreißen kann, um sich dann um die Racks, also die Bandagen, dann dazu zu benutzen, sich zu verbinden, ist auch ein cooles Feature. Und gefällt mir persönlich sehr gut. Ist cool. Ist echt cool. Und wir sind jetzt schon bei der Hälfte des Weges angelangt. Ich habe so das Gefühl, dass wir in Tscherno ein paar bösen Leuten begegnen werden. Bin mir aber unsicher. Wo bin ich? Da bin ich. 22er Ping. Hammer. Daniel. Der macht mir nach. Spaß. Daniela, also jetzt geht's aber los, so. Lauter Daniels hier. Aber die Gasmaske ist auch sehr nützlich, weil irgendwie hat alles in diesem Spiel einen Sinn. Das heißt, die Gasmaske hat einen Sinn, der Rucksack hat einen Sinn. Du,
ich finde es auch sehr, sehr cool, dass man wirklich nicht nur an die großen Sachen gedacht hat, Rucksack, Brille oder so. Man hat wirklich auch dran gedacht, irgendwie wie diese Chest-Holster, das heißt diese Waffen-Holster, auch noch zu vergrößern, das heißt diese Taschen, diese Kevlar reinzubringen. Ist cool, ist echt gut gemacht, hat mich persönlich überzeugt. Man kann wirklich seinen Charakter so umstellen, mehr oder weniger, dass es perfekt für einen ist. Und jetzt hatte ich gerade Angst, dass ich sterbe oder mir ein Bein brech. Ist mir schon passiert. Ich bin was ganz, ganz Kleines runtergefallen und war tot, oder ich bin was ganz, ganz Kleines runtergesprungen und war dann, und da hatte ich sofort einen Beinbruch. Oh Gott, wir dürfen auf keinen Fall runterfallen. Da sollten wir noch drüber. Also im Daniel Gaming Goes Bergsteiger. Jetzt neu, der Trend mit Bergsteigerstiefeln. Oh, können die da hoch ohne Probleme, ohne Gefahren? Ich glaube, die Waffe können wir so ein bisschen wegstecken. Also ich bin nicht der Ansicht, dass wir hier irgendwelchen großen Banditen oder Räubern begegnen werden auf diesem Bergsteigertrip. Können wir eigentlich auch solche? Nee, können wir nicht. Okay, da haben sie dran gedacht, da haben sie sich gedacht, ah, die Leute, die gehen wir hier nicht hoch. Da haben wir auch einen anderen Sound. Wir versuchen da hochzugehen. Aber wir können da jetzt nicht schneller hoch. Ja, das geht ja. Wir gehen ja ziemlich gelassen, oder? Den Berg hier. Aber ich glaube, da können wir gar nicht mehr hoch. Nee, das geht nicht. Boah. Oh, Bug. Okay, ich sehe da keinen Weg mehr. Oh. Wir müssen hier über den Stein wahrscheinlich. Ich würde mal empfehlen, ein bisschen langsamer zu gehen. Also Normaltempo. Wäre cool. Okay, ich gehe jetzt im Normaltempo runter, nicht mehr rennen. Hab die Shift-Taste gedrückt. Das heißt, wir rennen nicht mehr. Wir gehen jetzt die ganze Zeit so. Und ich habe nicht gedacht, dass Bergsteigen so schwer ist. Ich hoffe nicht, dass uns jetzt runterkracht. Schön langsam gehen wir jetzt unseren Weg hier entlang. Auf die Bäume da unten zu. Hoffentlich nicht stürzend und nicht fallend. Oh. Also an alle Bergsteiger da draußen, ne? Ihr habt es echt schwer. Gott sei Dank mache ich das nicht. Wenn man da einmal abrutscht, ne? Boah. War richtig verschissen. Aber so ist es. Jetzt können wir eigentlich wieder rennen, ne? Jetzt sind wir wieder aus Gefahr. Jetzt kann, glaube ich, nichts mehr groß passieren, was uns wegreißen könnte. Außer der Stein hier. Gut. Ich sehe schon, da vorne fängt schon diese Pridogorsk oder so an. Das kleine Vorörtchen von Tscherno. Das werden wir dementsprechend noch ein bisschen erkunden. Und danach im nächsten Let's Play werdet ihr dann Tschernogorsk sehen. Wie wir Tschernogorsk ein bisschen erkunden. Die neuen Hochhäuser, die es gibt. Da sollen wir aber nicht so viel finden. Nur es gibt ja jetzt das neue Intercity Hotel auch noch. Und wir können auch gucken, ob da noch alles beim Alten ist. Aber wobei ich ein bisschen bedenken habe, was ich mir noch überlegen werde, in die Mitte der Stadt zu gehen. Weil ich habe da gar keinen Bock, irgendeinen Sniper bei seiner Arbeit zuzuschauen, wie er mich gerade umnietet. Das heißt, wir werden da ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Acht geben. Und dann können wir mal gucken, wie wir das machen. Auch auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ein bisschen hier die Stadt erkunden, beziehungsweise werde ich das jetzt dann tun. Und ja, machen wir dann. I really need to drink. Oh, jetzt haben wir schon wieder so Durst nach dem langen Weg jetzt hier, den wir absolviert haben. Würde ich fast denken, dass wir eine Kiwi nehmen, aber ich glaube, das ist nur gegen Hunger. Ich werde jetzt dann, wenn es ein bisschen dunkler noch wird, das trinken. Das werde ich auf jeden Fall tun. Wir haben nur 14 von 15 Schuss, aber ich denke, das geht mal noch. Ja, das wird schon gehen, denke ich mal. Das wird schon.
Gut, dann gehe ich jetzt mal hier runter und beende das Display. Dann werde ich jetzt noch die Store erkunden und dann werden wir im nächsten Display mal Tscherno erkunden, wenn mir nichts zustößt. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.